Hi und herzlich willkommen zu Take 2 von Create Tutorials. Heute Präzisionsgetriebe. Warum Take 2? Naja, ich habe einen Bug gefunden. Schauen wir mal. Aber los geht's. Heute, wie gesagt, Präzisionsgetriebe. Wenn wir uns das Rezept anschauen, ein Goldblech über die Deployer laufen lassen, jeweils einmal ein kleines, ein großes Zahnrad und einen Eisenklumpen draufsetzen. Das Ganze fünfmal wiederholen mit den Depots echt anstrengend. Haben wir eine Chance von 80% ein Präzisionsgetriebe zu bekommen und 20% irgendwas anderes. Aber zeige ich euch gleich. Mit den Depots, wie gesagt, recht kompliziert. Hier mit dem Förderband mega easy. Ja, also hier in der Kiste, also in dem Fass, habe ich Goldbleche drin. Ihr seht, da fehlen ein paar. Ich habe ein bisschen laufen lassen zum Testen, weil, wie gesagt, ich habe einen Bug gefunden und um auszuschließen, dass das hier auch wirklich funktioniert und bugfrei ist, habe ich es ein bisschen laufen lassen. Also dann Deployer 1 mit dem kleinen Zahnrad. Ich habe hier oben eine Kiste oben drüber. Dahinter habe ich einen Trichter, der direkt in den Deployer reinfüttert. Das Ganze dreimal mit dem kleinen, mit dem großen Zahnrad und mit dem Eisenklumpen. Und hier drunter, wie gesagt, am Förderband, hier kommen die Goldbleche lang geflitzt. Sehen wir gleich, werden die schön eingepresst. Und die unfertigen Präzisionsgetriebe wandern hier in den Gegenstandstresor, welche dann halt hier drin gespeichert werden und vorne unter dem ersten wieder rausgelassen werden. Heuwegelchen. Und sobald es fertig ist, wird es hier in dem Fass gespeichert. Wie ihr seht, ich habe hier schon ja, zwei Stacks von den, bisschen über 2,5 Stacks von den Präzisionsgetrieben. Und das hier sind so mögliche Nebenprodukte. Goldblech kriegen wir wieder raus, Goldklumpen, zerkleinertes Rohgold, Zahnräder. Eine Uhr kann bei rausspringen. Aber nicht lang schnacken, lassen wir das mal laufen. So sieht es dann aus. Hier kam jetzt gerade ein unfertiges wieder raus. Ich habe hier eine Art Sicherung eingebaut, weil sobald, beziehungsweise ich klaue mir hier jetzt einfach mal schnell zwei, die lassen sich nämlich nicht stacken. Und sobald der Gegenstandstresor hier oben vollläuft, kommen die hier nicht mehr raus, wenn immer neue Goldbleche nachgefördert werden, beziehungsweise der Messingtrichter nimmt die unfertigen nicht mehr auf, weil das Inventar dahinter ja voll ist und dann schiebt es das hier rein. Und das wollen wir ja nicht. Also habe ich hier hinten unter den Gegenstandstresor einen Schwellwertschalter hingebaut, der ab einer Gefüllmenge von 90% sperrt, also ein Signal ausgibt, und ab einer Füllmenge von 10% geht er wieder hoch. Über die Redstone-Verbindung hier, die wollte ich noch für die Schematik die Frequenz umändern. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier wird dann das Fass sozusagen gepowert, aber es wird nicht das Fass gepowert, sondern es wird der Trichter hier gepowert, sodass nichts mehr aus dem Fass, keine neuen Goldbleche herauskommen. So, und ich sagte ja, ich habe einen Bug gefunden. Wir können die Trichter ausfahren. Das funktioniert hier wunderbar. Ich mache jetzt die Farm einmal aus. Die Messingtrichter können wir auch ausfahren. Hier auf gar keinen Fall den hier ausfahren. Weil, sobald wir hier mit der Geschwindigkeit hochgehen, würde dann der Messingtrichter und er hier irgendwann gleichzeitig dasselbe Item nehmen wollen und das crasht euch die Welt. Keine gute Idee. Also den hier auf gar keinen Fall ausfahren und die Farm laufen lassen. Bei ihm hier ist es unkritisch, habe ich ausprobiert, aber für die Optik lassen wir beide eingefahren und gut ist. Also, schön langsam, lassen wir das gute Stück mal auf Vollspeed laufen. Da seht ihr direkt, was hier abgeht. Aber wie bauen wir denn so ein gutes Stückchen hier überhaupt? Also, wenn wir hier das gute Stück einmal ein bisschen auf den Boden setzen, 1, 2, 3, 4 und 5, einen daneben, brauchen wir unten das Förderband logischerweise miteinander verbunden. Links und rechts die Kisten, wo die Goldbleche drin sind und wo die Präzisionsgetriebe dann am Ende reinkommen. Wir brauchen oben drüber, logischerweise nicht hinten dran, sondern oben drüber die Deployer. Wenn die Deployer die Wellen so zu euch nach vorne schauen, dann könnt ihr mit der Wrench, also mit dem Schraubenschlüssel hier oben rechts klicken, dann dreht ihr die. Das ist recht einfach gehalten.
Dann setzen wir hier an die Seite des ummantelten Kettenriemen dran. Hier hinten noch einen. Den können wir auch mit der Wrench wieder miteinander verbinden und dann drehen. Dann brauchen wir hier drunter wieder eine Welle. Da brauchen wir ein Getriebe, ein vertikales, damit wir die Energie auch nach oben bringen. Somit sind die Deployer schon am System sozusagen angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch hier das Andesit Casing, also das Andesit Gehäuse zum Umrahmen. Das machen wir hier unten auch gleich mal schnell. Das sieht einfach schicker aus, ist ein bisschen lagfreundlicher. Dann brauchen wir noch einen Trichter. Ja. Beziehungsweise drei Trichter für die Deployer. Oben drüber setzen wir dann die Truhen, die wir noch nicht haben. Yay, Vorbereitung! Ah, ihr wisst, wie ihr die Truhen auf den Trichter setzen könnt mit Shift-Rechtsklick. Geht recht einfach. Dann brauchen wir hinten noch den Tresor. Gut, den Tresor können wir gleich hier hinten dran setzen. Achtet darauf, dass die drei sich miteinander verbinden. Der kommt nach da und den hier müsst ihr mit dem Shift-Rechtsklick hinsetzen, damit nämlich der Pfeil hier in den Tresor reinschaut, also rein zeigt, dass er dann halt auch die Items, die auf dem Förderband sind, reinsaugt in den Tresor, damit der Andesit-Trichter die wieder rausgeben kann. Dann setzen wir hier hinten auf die Rückseite noch den Schwellwertschalter hin, auch mit dem Shift-Rechtsklick. Dann zeigt er nämlich direkt oben und beobachtet den. Mit dem Shift-Rechtsklick genauso könnt ihr dann die Redstone-Verbindung hinsetzen, den stellen wir gleich auf. Der gibt das Signal bei 90% Füllstand aus und bei 10% schaltet er sozusagen wieder ab. Hier an das Fass machen wir gleich den Empfänger hin, entweder mit der Wrench rechtsklicken oder mit einer leeren Hand und Shift-Rechtsklick könnt ihr die Disk, also die Empfängerantenne sozusagen verändern. Ich nehme jetzt hier einfach mal stumpf als Frequenz 2 Gegenstandsresore, damit wir mit denen hier nicht in Konflikt kommen. Somit ist die Sicherheitseinstellung auch gleich eingerichtet und dann fehlt eigentlich nur noch die Energie. Also ich nehme hier jetzt einen Kreativmotor, ihr könnt natürlich bei euch alles Mögliche hernehmen. Ich setze jetzt vorne dran einfach mal direkt die Energie mit einer Kupplung und einem Hebel oben dran. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch die Materialien. Wie gesagt, hier ins Fass hauen wir mal 64 Goldbleche rein. Die brauchen wir noch gar nicht. Hier müssen die Zahnräder in die erste Truhe rein. Einfach mal ein paar mit reintun. Wie viel ihr da reintut, ist euch komplett überlassen. Gerade so viel, dass ihr halt genügend habt. Und jetzt dann hier hinten noch in die letzte Truhe kommen die Eisenklumpen rein. Wie gesagt, aus der Truhe wird über den Trichter das direkt in den Deployer, in das Einsatzgerät reingesetzt. Und dann kann es losgehen. Nein, dich da gar nicht. Was wir jetzt noch machen müssen, die Deployer müssen nicht unbedingt den Filter gesetzt haben. Sie bekommen ja über den Trichter dort hinten, über den Trichter hier, den sehen wir es gerade relativ schlecht, aber der ist ja da, bekommen sie nur das eine Item zugewiesen. Also können sie nur das eine Item benutzen. Ihr seht oben im Tooltip, seht ihr auch das kleine Zahnrad, hier seht ihr das große Zahnrad und hier das Eisenklumpen. Jetzt lassen wir den aber erstmal langsam loslaufen, stellen fest, oh, die Drehrichtung passt nicht, also müssen wir die Rotation einmal umdrehen. Es kommt dann hier das erste Eisenblech raus. Und jetzt müssen wir schon anhalten. Hier ist nämlich das erste unfertige Präzisionsgetriebe. Das brauchen wir, um hier bei dem Messingtrichter einen Filter zu setzen. Danach kann es direkt wieder aufs Förderband und es kann wieder weitergehen. Und da arbeitet es schon. Es geht dann jetzt hinten in den Gegenstandstresor rein. Hier kommt es wieder raus. Drehen wir einmal die Drehzahl wieder ein bisschen hoch. Jetzt können wir auch schön beobachten, wie hier beim Schwellwertschalter der Schwellwert hochgeht, bis er dann gleich schaltet. Hier das Redstone-Signal ankommt. Ihr seht, jetzt sind wir schon bei der Hälfte angekommen. Die produzieren hier fleißig. Gegenstandstresor
Und da ist es runtergegangen. Es füllt sich jetzt, hat sich jetzt noch ein kleines bisschen gefüllt, weil noch welche auf dem Förderband lagen. Das ist aber weiter nicht tragisch. Jetzt gehen hier nämlich keine Eisenbleche mehr raus. Die sind gesperrt, weil der Trichter hier gesperrt ist. Und somit wird nur noch alles hier aus dem Gegenstandstresor verarbeitet, bis der Gegenstandstresor gleich wieder leer genug ist. Und dann wird wieder neues Eisenblech ausgegeben. Und wie wir sehen, jetzt haben wir schon durch das kleine bisschen hier daneben stehen, haben wir schon 12 Präzisionsgetriebe bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anträge, einfach in die Kommentare damit. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!